bag. You asked for it. Take it easy, man. Step back. All right. Point that somewhere else. Zurück. Back off. Okay, okay. Minus eins. No. Please step back. Hallöchen und willkommen zurück bei I Am Alive. Hier ist wieder euer Hardy und wir stehen vor der Situation, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Nämlich diese drei Typen, wovon einer eine Knarre hat, die wir irgendwie auseinandernehmen müssen. Ich drücke mir jetzt nochmal hier irgendwie was in den Kopf. Das Medikit will ich eigentlich nicht verwenden. Gut, dann drücke ich mir nichts in den Kopf. So, wir nehmen den mit dem Bogen. Dann nehmen wir unsere Waffe. Zack. Pass auf. Einer von denen hat die Waffe aufgehoben. Und dann machen wir es mal ganz schnell. Zack. So regelt man das heutzutage. So, der ist ziemlich heiß drauf. Was ist mit euch? Hallo, ihr könnt euch erheben. Hallo. Gebt mir euer Taschengeld, euer Pausenbrot. Ja, wir gehen mal weiter. Das haben wir, wo ist die Taschenlampe? Das Taschenlampe. Wo ist? Ich weiß nicht. Wir gehen mal hier durch. Das müsste ja funktionieren. Jetzt geht auch die Lampe an. Und dann können wir hier anscheinend hoch. Ach du. Was zur Hölle? Ja, jeder hat seine Leiche im Keller. Hat er die auch auf dem Schiff? Boah, schlechte Wortwitze von Hardy. Willkommen zu schlechte Wortwitze von und mit Hardy. Was man nicht alles tut für so einen Sender. Das sieht doch gut aus. Ach du Kacke. Präzise zu zielen. Der Treffer auf ungepanzerte Stellen führt Schaden zu. Was umschalt? Achso, Shift. I got your number, little man. Die Panzerung möchte ich haben. Entschuldigung. Ach, ich krieg sie sogar. Cool, Panzerweste. Cool, jetzt sind wir gepanzert. Das ist sehr gut. So, ist das der Peilsender? Ne, Wiederholungen. Okay. Wie weit sind wir denn noch entfernt? Ach, wir müssen auf die Brücke, denke ich mal. Ins Navigationszentrum, genau. Mal hier hoch. Hey, who's that? Was denn? Oh. Unfassbar. Ja, wir schießen schneller. Das war's dann auch schon fast wieder mit der Panzerung. Das sieht gut aus hier links rein, aber da ist doch jemand drin. Ich versuch's mal mit dem Bogen. Der hat einen Knüppel. Schnell die Waffe wieder in die Hand, falls hier noch jemand ist. Pfeil haben wir. Wir könnten ihn ja... Steht er wieder auf, wenn ich ihn nicht erledige? Sollen wir ihn quälen lassen? Nee, komm. Ja, also ihr merkt schon, das geht mir teilweise... das macht mich sehr nachträglich, dieses Spiel. Kannst ja immer wieder nur betonen. Hier hustet noch jemand. Im Kühlschrank? Den haben wir umgelegt. Das war eine Frauenstimme, oder? Ist denn hier noch weiter? Vielleicht auf der anderen Seite des Schiffes, der Reling oder wie auch immer man das nennt. Ich bin da jetzt nicht so der Seemann. Schritte. Oder wann das meine? Ich weiß es nicht. Wir gehen nochmal hier hoch. Okay. Sieht aus, als könnte man auch hochklettern, aber warum sollte ich das tun? Achso, bevor ich jetzt das wieder vergesse. Lost Timer. Kommt ja immer mal vor. Hier, das sieht doch gut aus. Das ist der Sender. Okay. Now let's get out of here. Oh shit. Warum sperrt er mich dann ein? Das heißt, wir müssen durch Schiff durch. Und wahrscheinlich treffen wir dann wieder die Hälfte der Gang. Boah, das war aber... Fuck. Super, zwei Kugeln für euch verschwendet. Idioten, ich müsste euch eigentlich jetzt... keine Ahnung. Ist ja, was so eine Kugel kostet.
Naja, ja, wir müssen zurück. Karte. Da, zum Ausgang. Deswegen müssen wir das ganze Schiff zurück, ja, besichtigen, sag ich jetzt einfach mal. Boah, das ist, warum greifen die auch sofort immer an? Okay. Den mach ich mit dem Bogen. I mean no harm. So. So langsam komme ich rein. Natürlich haben wir jetzt keine Munition mehr. So, aber wir haben noch das Medikit, das nehme ich jetzt lieber mal. Warum greifen die mich denn auch alle an? Nee, Leute, ich will doch nichts. Ich tu doch keiner Seele was. Das Problem an dem Bogen ist, der muss halt erst gespannt werden. Jetzt hat er seinen Kumpel erschossen. Nein! Geh doch ran! Fuck! Cool, dass er seinen Kumpel erschießt. Jetzt der Kontrollpunkt. Naja, Control, ihr wisst schon. Ach, jetzt geht das wieder los. Okay, pass auf. Jetzt wissen wir aber zumindest, was uns so ein bisschen bevorsteht. Scumbag, you asked for it. Take it easy, man. Step back. All right. Point that somewhere else. Zurück. Back off. Okay, okay. Minus eins. No. Please step back. Nimmst du die Waffe runter, oder? Ja, macht er. Sehr gut. Und dann passiert ja auch nichts. So. So geht das. Dann war's. Hier runter. Zurück, beide. Okay. Ihr seid zu zweit, nimm die Waffe runter. No, no, please. Stepping back. Hey, okay. Whatever you want. Fuck. Das wird nix. Nein! Ach, das wird dämlich. Das dauert halt einfach zu lange, auf den Bogen zu wechseln. Aber na gut, wir sind ja auch nicht Legolas, ne? Oh, eine Wiederholung nur noch. Das sind jetzt aber auch enorm viele Gegner, wie ich finde. Du zurück. Und wir machen das wie gerade. Genau, du gehst da mal schön zum Loch. Ach, verdammt. Unfassbar. Unfassbar, wir haben das Medikit Gott sei Dank noch. War jetzt nicht so gut. Ja. Aber wir sind auch nicht da runtergegangen vorhin, ne? Oder? Warte mal. Wir sind da. Ja, ob wir jetzt da runtergehen oder hier durch, ist ja relativ egal. Was gibt's denn da hinten noch? Kann man da eine Schiffskette nicht einfach runter, um das Ganze zu umgehen? Ich will ja keinen Stress. Sieht nämlich so aus. Du bist dann irre mit den Machinen vorbeigekommen. Ach. Lone Ranger, you look all worn out. I have some things I can share in these boxes, but just these ones. Help yourself. Den kann ich nicht bedrohen. Du bist ein netter Kerl. Du bist echt ein netter Kerl. Eine Flasche Wein. Okay, was haben wir denn da? Ist das wenigstens ein guter? Minus Ausdauerkapazität. Okay. Mein Gott, man kann doch wohl mal ein Schlückchen sich genehmigen. Dann, das heißt, wir müssen doch da oben durch. May you find peace in your travel. Möge es zufrieden. Ja. Hey, how'd you find this place? You got past the nutters with machetes. So, hoch da. Das ist natürlich auch. Du sitzt da in einem Loch fest und du lebst noch. Ich versteh's nicht. Und ich gehe um die Ecke und mich will jeder töten. Keine Ahnung, was habe ich getan? Who's shooting at me? Show yourself. Hold back off. Roll ein. Das war der typische Lego. Das gibt immer einen Pfeil. Nimmst du die runter, die Waffe? Zack. Okay. Das geht. Ja, so langsam. Klappt das doch so wirklich? Hey, ich will doch nur den blöden Radiosender zu der Kleinen bringen. Das ist doch. Oder den Funksender. Die Frage ist auch, was will er mit dem Funksender? Und vor allem, wir kommunizieren doch über Funk. Oh, der hat die Waffe gehabt. So.
Dann sind wir jetzt an der Stelle auch vorbei. Meine Stimme versagt gerade so ein bisschen. Einfach so angespannt. Nein, komm, ich lasse ihn nicht leiden. Augen zu. Okay. Geht's hier? Hier waren wir doch schon. Ach so, wir sind jetzt wieder hier und jetzt können wir den ganzen Kram zurücklaufen. Dann können wir doch vielleicht... Da, was? Hat einer von mir eine Waffe? Er hat eine. Er ist gepanzert. Gewesen. So. Was? Ich muss eine Patrone verwenden. Ich muss eine Patrone verwenden, die werden mich gleich angreifen. Ja, warte auf, dann muss ich... Ja, ja. I see your point. Okay, komm. Jetzt geht es dann los. Zack, du hast nicht genug Mut, auf mich zu schießen. Hab ich wohl. Jetzt machen wir den mal... Ja, genau. Oh, sehr gute Rüstung. Aber den Pfeil haben wir irgendwo in die Walachei gejagt. Das ist ziemlich blöd. Kann ich die Treppe runtertreten oder so? Ich will ihn angreifen. So, hast du was gekriegt? Hast du es verstanden? Hast du nicht verstanden? Geh runter. Ah, ja gut, jetzt hat er es nämlich gerafft. Wenn ich hätte schießen wollen, hätte ich schon längst getan. Wo ist denn unser Pfeil? Nein, wir haben den irgendwo in die Walachei geschossen. Wir haben keinen Pfeil mehr. Verdammt. Ich glaube, das ist eins der Spiele, wo ich... Ah, guck mal. Was macht der denn hier? Okay. Wir haben unseren Pfeil wieder. Yay! Hat einer eine Waffe? Hat einer eine Waffe von denen? Oh, ich befürchte ja. Nein! 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 Ich hab... Ah, das ist doch... Fuck! Das war so blöd. Unsere letzte Wiederholung auch noch. Stopp! Ist er alleine jetzt? Hoffe ich doch. So. Ja. Ja, die Rüstung haben wir. Das war der Safe. Oh, er hat ein Medikit fallen lassen. Sehr gut. Da ist auch unser Pfeil wieder. Und diese Stelle ist dann doch was kritischer. Da vorne auf der Brücke ist nämlich einer. Pass auf, ich versuche mal direkt einen wegzunehmen. So, direkt einer weg. Jetzt nicht über die Reling. Vorsicht, Kollege. Da kommt nämlich der Kollege von der Brücke. Ich habe nur zwei Schüsse. Wir sind halt zu dritt. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Hey, no more messing around. No, no. Please. Talk this up. So, krieg ich den, bevor die kommen, krieg ich nicht hin, ne? Take it easy, man. So, und den kann ich nämlich jetzt so. Okay, see your point. When I get hold of you, I'm gonna take you apart. Step back. Ja, er ist kugelsicher, das ist das Problem. Nein! Shoot all you want, I'm bullet. Ja, ich kann nichts machen, ich habe keine Kugel. You have no bullets. Take it easy, man. Oh Mann. Oh Mann, wir sind in einer sehr misslichen Lage. Was soll ich nur tun? Kannst du da hängen, solange du willst? Also, die kommen die Treppe nicht hoch. Oh. Okay, das ist schon mal für uns gut. Ah, lass mich in Ruhe. Braucht man nur eine scheiß Kugel. Können wir nicht hier hoch irgendwie? Ich brauche eine Kugel. Oder ein Pfeil. Der hängt da hinten. Aber ich glaube, hier gibt es nichts zu holen. Wir können ja mal versuchen, hier hochzugehen. Aber hier gab es ja nichts mehr, glaube ich. Was ist denn, wenn wir die Leiter hier hochgehen? Ah, das ist natürlich mies. Keinerlei Munition. Aber hier oben muss doch bestimmt was liegen. Da haben wir was. Was ist das?
Eine Kugel, Gott sei Dank. Jetzt müssen wir natürlich den mit der schusssicheren Weste da irgendwie erwischen. Gut, ich hätte jetzt gedacht, sie folgen mir die Leiter hoch. Das ist ein bisschen schade. Hossa. Kann man da rein? Nee. Ja, wir laufen ja praktisch wieder im Kreis. Also wir müssen jetzt zurück und dann nehmen wir uns den mit der schusssicheren Weste vor. Boah, das ist so, so... Boah. Ich habe richtig Gänsehaut. Das ist einfach so bedrohlich alles. Mega bedrohlich. Okay, dann war es hier lang. Da unten stand nicht. Schmackofatzlos doch. Sitze weg. Sitze weg. Hä? Nein, die müssen doch noch stehen. Nö. Da ist unser Pfeil. Haben sich verdrückt. Sehr gut. Und da ist einer drin. Nee, wir hauen jetzt aber ab. Also keine Konfrontation. Ich denke, da werden wir noch genug von haben. Tada! Super! Mein Gott. Ja, ein Stück trinken. So, wir haben auf jeden Fall den Funksender. Jetzt geht's zurück zu Henry. Nicht Hank, genau, Henry. Durch den Staub und Dreck natürlich wieder. Können wir oben rum? Ja, das wär's doch. Ich könnte zurück, wie ich kam. Wir versuchen, einen Shortcut zu finden. Mhm. Sehr gut. Dann machen wir jetzt einen auf Tomb Raider. Einfach über die Dächer, ist doch das Schönste. Da lang, da lang, da lang. Okay, das klingt gut. Können wir denn... Ach, hier können wir rüber balancieren. Hüpf. Finde ich gut, dass man nicht den gleichen Weg nochmal zurückrennen muss. Das wird das Spiel auch ein bisschen zu langweilig machen. Was soll denn? Haben wir hier oben eine Aussicht? Was? Ach, er schreit wieder jemand nach Hilfe. Hm, lass ihn schreien. Sorry, ich muss mich erstmal um mich selber kümmern. Vorne sind wieder Zelte. Ich befürchte, dass das heißt, dass dort wieder ja, Leben ist. Leben ist irgendwie nichts Gutes in diesem Szenario. Meistens. Was gibt's denn hier oben? Hm. Okay. Nee, ab nach unten. Too high to drop from here. Wie zu hoch, um von hier zu springen. Was ist denn das für eine Memme? Klettert über die größten Löcher, aber kriegt diesen kleinen Sprung nicht hin. Die, ach, was sind das? 5 Meter. Nicht ganz. Hier einfach rüberspringen? Ja, natürlich. Okay, da sitzen zwei. Was macht ihr denn? Die zwei von der Tankstelle. You wanna know what life is worth now? Nothing. Not a cent. Here comes a lonely hero. Ah, hey. Guck mal. Dafür können wir den Wein gebrauchen. I like a man who knows how to charm a woman. Ich mag Männer, die eine Frau umschwärmen können. There was an evacuation effort. Indem sie abfüllen. Not much of one, if you ask me. But they did make a makeshift attempt. Okay, wir haben eine Wiederholung dazu bekommen, dass wir ganz gut gebrauchen können. Er ist auch ein bisschen kopflos. Hoho. Was sagt die Karte? Da lang. Vielleicht müssen wir hier rüber. Oder müssen wir da... Ja, das könnte funktionieren. Wir gucken mal da oben. Ich bin wirklich gespannt, was er mit dem Funksender machen möchte. Ich kann mir auch nicht wirklich etwas darunter vorstellen gerade. Denn wir haben uns ja per Funk schon einigermaßen kontaktiert. Oder ja gut, per Walkie-Talkie was, glaube ich. Ist da jemand? Irgendeiner? Ja. Können wir hier die Mauer hoch? Nee. Aber man kann doch einfach über das Gerümpel drüber klettern. Jetzt stell dich nicht so an. Das sieht auch aus. Moment. Okay. Oh, Lost Timer. Wie waren das? Beine spreizen. Genau. Ein bisschen ratter, ratter, ratter. Und da sind wir nämlich auch wieder im Staub und im Dreck. Aber wir sind nicht mehr weit von Henrys Apartment entfernt. Ich würde sagen, wir rennen da nochmal schnell rüber. Bevor wir die Folge beenden. Denn ich möchte jetzt einfach wissen, was da los ist mit dem Fuchssender. Und was er als nächstes von uns möchte. Denn ich glaube nicht, dass wir einfach weiterziehen, unsere Familie suchen und die beiden da sitzen lassen. Also, das, also ich könnte es nicht. Keine Ahnung. So. Palim. Eine Flasche Pommes.
No, sweetheart. Not yet. Hey, did you get it? Yeah, I got it. Good. Now we'll finally have a chance to respond to those messages. Come over here. I need to talk to you about something. I found May's mother. You did? That's great. It's not great. She's probably at the hotel. The hotel? What's that? Well, it's not a vacation. And if she's there, it's against her will. Are you talking about my mommy? Yes, sweetie. Just give us a second, okay? Do you mean she's being held for... When is my mommy coming back? Soon, sweetie. Your new friend? Uh-huh. He's gonna go get her right now. Aren't you? Henry's right. I'm leaving right now. Okay. Nicht nur, dass wir Funksender holen müssen. In den nächsten Folgen geht es darum, die Jungfrau aus den Fängen des Drachens zu befreien. Wir sehen uns also in den nächsten Folgen. I am alive. Wir haben noch jede Menge zu tun. Ihr macht's gut. Ihr macht's besser. Euer Hardy. Tschüss.